Hallo, ich bin Carsten auf der Autobahn, schon wieder auf der Autobahn. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Willkommen im Puderbacher Land. Diesmal sitze ich auf der Beifahrerseite. Der Wolfgang fährt heute. Ja, wir sind unterwegs, mal wieder in Sachen Klettersteig. Ja, im Puderbacher Land gibt es den Hölderstein Klettersteig. Ist diesmal ein relativ kurzer Steig. Den sollte man in unter einer Stunde auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. Wir treffen uns am Klettersteig dann auch wieder mit Werner. Mal gucken, ob er schon da ist. Ansonsten kochen wir uns erstmal einen Tee am Parkplatz. Mal gucken wir mal, wann er da ist. Ja, am Parkplatz angekommen. Der Werner ist noch nicht da. Ja, mal gucken. Wir haben ja noch Zeit. So lang ist der Klettersteig ja auch nicht, wie gesagt. Ja. Da vorne ist Döttesfeld, also wenn ihr mal hier hin wollt, einfach mal den Ort Döttesfeld suchen und dann, je nachdem aus welcher Seite, aus welcher Richtung ihr kommt, entweder vor oder nach dem Ort, seid ihr hier am Parkplatz Grenzbachtal. Da oben auf dem Schild steht drauf zum Klettersteig 1 Kilometer. Und der Werner ist auch da. Jetzt haben wir uns langsam fertig ausgerüstet, beziehungsweise alles mal auf dem Rücken. Auch vom Parkplatz aus ist es ja nur 1 Kilometer. Dann machen wir uns auf die Socken. So, 1 Kilometer Zustiegsweg. Das kann man verkraften. Ja, auch der Zustieg ist schon ganz nett hier. Aber wir müssten jetzt dann auch gleich am Klettersteig sein. Ja, hier sind wir am Ausstieg vom Klettersteig. Aber wir laufen ja erst außenrum runter. Haben die eingebaut hier? Ja. Schön kniefreundlich. Beide von Tagen dann noch. Ja, und schon nach kurzem Abstieg sind wir hier am Einstieg zum Klettersteig. Da vorne gibt es sogar eine schicke Schutzhütte. Da kann man sich ja schon schön umziehen.
So, fertig ausgerüstet. Dann können wir uns ja mal langsam Richtung Einstieg bewegen, ne? Also man kann von hier unten so ziemlich den kompletten Klettersteig überblicken. Das ist wirklich nicht allzu viel, nicht allzu lang und sieht von hier unten auch nicht allzu schwer aus. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Ja, betreten auf eigene Gefahr steht da. Naja, ist schon klar, kann man schon auch verstehen, warum, ne? Also, das ist der Einstieg. Hier geht's dann gleich los. Ja, die ersten, weiß ich nicht, 10 Meter haben wir hinter uns. Naja, wir haben beschlossen, wir lassen uns Zeit, weil ich glaube, wenn man will, kann man es auch schaffen, den Klettersteig hier in einer Viertelstunde hochzugehen. Ja, das war ich. Ja, der Klettersteig hier, der ist zwar nicht allzu lang, aber der hat schon ein paar schöne Passagen. Macht wieder tierisch Spaß. Oder, Werner? Ja, das macht Spaß. Das. Und der Vorschlag vom Wolfgang vielleicht, vom vergangenen Klettersteig, vielleicht machen wir den ja zweimal heute. Mal gucken. Zeit haben wir ja. Können ja auch mal runtergehen. Ja, ich bin schon fast oben. So schnell geht's hier diesmal. Aber macht trotzdem Spaß. Und eine Wahnsinnsaussicht hier ins Puderbacher Tal bzw. ins Grenzbachtal, das ist halt unten der Grenzbach. Ja, und dann kommt jetzt hier noch die Brücke und dann sind wir eigentlich schon wieder oben. Ja, wir haben gerade beschlossen, wir gehen noch mal runter, machen dann da unten in der Hütte, wo wir uns gerade umgezogen haben, noch ein kleines Päuschen, ein bisschen Mittag und ja, dann gehen wir das ganze Ding noch mal hoch, weil macht schon Spaß der Steig, aber halt ein bisschen kurz.
So, jetzt machen wir die zweite Runde. Diesmal klettert der Wolfgang vor. Aber hier gehen auch jede Menge Leute, haben wir gesehen, ohne Klettersteigset hoch. Nur real life. Hä? Nur reales Leben. Sag ich auch gut ausgedacht auf dem Foto? Nee, aber tust ja nie. Ja, nach der Querung kommen jetzt noch mal zwei Leitern und dann die Brücke und dann ist man schon wieder oben. Ja, schon sind wir zum zweiten Mal oben. Wir haben jetzt auch schon das Klettersteigset abgelegt und sind schon mal den ersten Hügel hochgelaufen. Ja, das ist wirklich kurzes Dingen, also wenn man, ich sag mal, ohne Sicherung läuft man den bestimmt in 10 Minuten hoch. Also das ist wirklich nicht viel. Vielleicht ein Sechstel, wenn überhaupt, vom Mittelrheinklettersteig. Ja. Gehen dann mal wieder langsam zum Parkplatz zurück. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.